Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir in dieser Woche in der Steiermark unterwegs und es kocht vom Steirerwirt für Sie Richard Rauch und folgende zwei Rezepte hat er uns heute mitgebracht. Es gibt für Sie einmal gebratenen Zander mit Safran-Semmelcreme und in der zweiten Runde machen wir Zitronenrahmherz mit Semmelknödel. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Richard Rauch, heute mit einem längeren Anlauf. Christi Ricci, servus. Hallo. Wie geht's dir denn? Gut, perfekt. Du schenkst mir dein Herz heute. Ja. Im wahrsten Sinne. Ein steirisches Herz. Natürlich. Oder das. Genau. Nein, eine Herzensangelegenheit in einer Rheinküche. Wir sind bei uns im Wirtshaus auch bekannt dafür. Mhm. Wirklich viele, viele Gäste, die wegen in den Rhein kommen. Mhm. Und das Zitronenrahmherz ist bei uns ein Klassiker. Ähnlich gemacht wie ein klassisches Kalbsbäuschel. Nur, dass mehr Zitrone drinnen ist am Schluss. Zitronensaft und Zitronenabtrieb. Mhm. Genau. Herz nicht nur in rahmiger Variante oder so als sehr lange gekocht, sondern wir machen es auch kurz gebraten. Es ist dann fast so wie ein Steak, dünn aufgeschnitten. Ganz, ganz arg. Also wenn man das wirklich sauber zupariert, also zuputzt und den Sehnen befreit, kann man das wirklich auch als rosa gebraten verwenden. Aber nicht nur. Dieses Zitronenrahmherz mit Semmelknödel und einen klassischen Zander gibt es dazu mit so einem ein Semmel-Grenkoch und ein bisschen Safran ist drinnen. Genau. Ja. Oder Tag der Semmel ist heute bei uns. Hier ist ziemlich semmelig heute der Tag, ja, aber ich freue mich. Du teilst mir ein, was darf ich denn machen? Du kannst das erste gleich einmal machen. Wir haben schon das Herz, sieht man da? Ja, das ist schauen wir uns das mal genauer das an. Das ist jetzt Herz von? Rind. Geht auch mit Kalbsherz, mit einem Schweinsherz, wird natürlich immer kleiner dann. Das finde ich super spannend. Ich finde also die auch die sehr ästhetisch, für mich jetzt gesehen. Das wird eigentlich so, wie es jetzt ist, im Ganzen. Man könnte es auch einmal halbieren noch. Hat eine Messerschneidheit sehr gut. Frisch gewachselt. Na, geh sicher. Ja. Ich habe ja gewusst, dass wir heute einen chirurgischen Eingriff haben. und so wird es dann aufgestellt wie eine Rindsuppe. Also sprich, kalt zugestellt, mit kaltem Wasser aufgefüllt. Wurzelgemüse, Kräuterabschnitte kann man reingeben, gleich ein bisschen Salzen und Lorbeer. Und das fischen wir jetzt raus, weil das werden wir dann gleich einmal in feine Streifen schneiden. Und da würde ich dich bitten darum. Ich habe mehrere Varianten zum raus. Ich stecke schon dort drin, das Schwarze, da siehst du das. Super. Und einen Teller werden wir uns noch schnappen. Kriegst alles von mir. Bitte schön. Aber das heißt, es wird so, wie ich es kriege vom Fleischer, wie eine Suppe gekocht. Wie eine Suppe gekocht, kann man ungefähr sagen, wie viele Stunden? Dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden. Genau. Dann gebe ich das weg, das dann auf Zeiten. Ja, das passt gut. Und du könntest mir aber noch vorher ein wenig von den Zwiebeln zusammenschneiden, weil wir die Rahmsauce erst ansetzen müssen. Gell? Und ich mache mal den Topf mal heiß. Von wem ist dieses Zitronenrahmherzrezept? Du, eigentlich so ein bisschen auch ein Wiener Klassiker, also aus der Wiener Küche. Und die, für mich ein bisschen eine Ableitung so aus der vom Kalbsbäuschel. Habe ich mir eigentlich das so rausgezogen, weil ich gerne das Rinderherz in der Küche verarbeite. So wie ein gebackenes Rindfleisch. Altwiener Rindfleisch ist ja auch so gebacken mit Gren und Senf vorher eingreben. Und dann wird es mit Bröseln paniert. Aber ansonsten, man kann es auch so wie ein Rindfleischsalat marinieren, kalt, also kochen. So, dabei das jetzt anschwitzt und du mit den Zwiebeln, das reicht dann schon, das ist gut. Schau, jetzt wichtig ist es zuparieren, also auch bei jedem, nicht nur beim Zitronenherz jetzt, sondern auch wenn man ein Kalbsbäuschel. Bei uns in der Region wird ja eigentlich das Bäuschel normalerweise vom Schwein gemacht, weil doch in den ländlichen Regionen in der Steiermark das Schweinefleisch alltäglicher ist. Darf ich fragen, wie lange das ungefähr kocht in der Suppe? 1,5 bis 2 Stunden.
Und du schneidest jetzt da was raus? Diese ganzen Arterien, die Gefäße ein bisschen, weil sonst das ist doch ein bisschen fester zum Kauen. Mhm. Und das muss man einfach großzügig und sorgsam zuputzen. Mhm. So. Auch, wir nehmen auch ein bisschen von dem, bisschen vom Fett runter. Mhm. Muss nicht alles sein, aber das. So, und jetzt haben wir da schon ein schönes Prachtstück. Mhm. Schneiden in Scheiben und dann in feine Streifen, so fein nudelig. Ja. Das wäre cool. Hast du einen Tipp für mich? So oder so anfangen? Genau, also ich würde mal so hergehen. Und dann? Am besten, ja genau, und jetzt in feine Streifen. Mhm. Am besten würde es natürlich gehen, wenn man es mit der Wurstschneidemaschine aufschneiden könnte. Mhm. So. Mhm. Für der Zwiebel ist schon schön glasig. Jetzt nehmen wir ein bisschen Mehl her, so eine Mehlschwitze machen wir für die Bindung, relativ klassisch. Kurz mitrösten. Weißwein aufgießen. Mhm. Steiermark und Weißwein, wir nehmen da Welschriesling her, für eine schöne Säure, das braucht es auch im Gericht. Und den habe ich mitgebracht aus Groß-Wilfersdorf. Jetzt das Ganze gut runter reduzieren, dass der Alkoholgeschmack ein bisschen weg ist und die Säure uns überbleibt. Und dann gießen wir jetzt mit dem Fond auf. Entweder mit einer Rindsuppe wäre die super Variante oder wir nehmen gleich diesen Kochfond her. Und es braucht halt ein bisschen Geduld auch, das zu schneiden, gell? Ja, aber ist eine schöne Arbeit. Da ist bei uns auch im Betrieb, da stellen sie alle meistens dann zusammen. Und wir machen ja auch einen größeren Topf gleich immer, nicht nur mit einem Herz. Ja. Und das ist so wie bei einem Schmorgericht. Ich finde auch, wenn man es das zweite Mal warm macht, so ein Zitronenrahmherz, dann schmeckt es erst richtig gut. Super. Gut, wir kochen das jetzt auf. Mhm. Dann geben wir dazu ein bisschen groben Senf. Grober so. Senf, weil das man auch Süße die, oder? Nein, schon eher die, wegen der Schärfe. Mhm. Dann haben wir da einen klassischen Estragon-Senf. Das ist ein bisschen senflastig auch. Mhm. Gut. Dann Schlagobers für die Cremigkeit, weil es ist ja auch ein Zitronenrahmherz. Genau. Reicht dir das oder brauchst du mehr? Ich kann das fertig schneiden. Das schneiden wir noch fertig, genau. Mhm. Dann habe ich da entweder Creme fraiche oder Sauerrahm. Gut, und weißt, wenn du dann schon fertig bist mit dem Schneiden, dann kannst du mir noch die Zitrone, Schale und ein bisschen Saft. Mache. Ja, und die Kapern geben wir noch dazu, da mal so Essigkapern. Mhm. Genau, die geben wir auch noch dazu. Und das Ganze werden wir dann miteinander schön vermixen, dass es richtig schon eine schöne cremige Masse ist. Und dann geben wir erst das Herz hinein. Am Schluss die Zesten von der Zitrone und auch ein bisschen Saft für die Frische. Wenn ich jetzt keine Kapern zu Hause habe, ich weiß, das ist jetzt die Edelvariante beim Herz, aber können die ja Essiggurkel auch nehmen? Ja, sicher. Also hat natürlich einen anderen Geschmack, aber es wäre eine gute Alternative. Mache ich die Zitrone gleich rein oder soll ich es da in der Schüssel machen? Machen wir es noch extra, genau. Ja? Das muss erst dann vom Schluss rein, dass es noch schön intensiv ist. Du, und das, dann dazu machen wir, also das zweites Gericht, wir haben das Zitronenrahmherz, da warten wir jetzt ein bisschen, bis es aufkocht. Und als zweites Gericht machen wir einen gebratenen Zander. Wir haben da schon ein herrliches Filet. Da werden wir uns schöne Steaks rausschneiden. Mhm. Also Steaks in dem Sinn, dass wir es ein bisschen größer schneiden. Und einen Semmelgren mit Safran und, wie gesagt, mit steirischen Gren drinnen. Nicht schlecht. Ja. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Topf für unseren Semmelgren, gell? Ja. Das Semmelgren. Und da werden wir einen Teil von dem Zwiebelgren nehmen, den was du so vorgeschnitten hast. Wieder ein kleines Stück Butter. Da. Also lieber Richard, ich hätte da jetzt einmal die Zitrone vorbereitet, schon ganz gut. Ja, die ist da. Brauchen wir dann am Schluss. Du kannst mir schon den Stabmixer herrichten. Mhm.
Gut. Das haben wir. So, den Zwiebel mit anschwitzen für unseren Semmelgrän. Mhm. Dann haben wir da schon so Weißbrot. Ja. Oder es geht jetzt mit Semmeln, mit einem Baguette, Weißbrot, was vielleicht 3-4 Tage schon alt ist. Also ein bisschen Restelverwertung auch, gell? Das bitte gleich umrühren. Sei so lieb. Rühre. Kurz anschwitzen und dann entweder super Variante wäre Fischfond zu nehmen natürlich, weil wir ein gebratenes Stück Fisch dazu machen. Ja. Oder Gemüsefond. Wir nehmen da jetzt unseren Sud gleich her. Den haben wir bei der Hand. Dass wir nicht noch extra einen Topf aufstellen müssen. Geschickt. Eigentlich eine klassische Variante wird bei uns wirklich am Land auch gern zum kochten Rindfleisch gereicht oder auch einmal zu einem steirischen Wurzelfleisch, so ein Semmelgrän. Weil es auch so eine schnelle Beilage ist, gell? So unkomplizierte. Lassen wir jetzt ein bisschen aufköcheln. Man wird dann sehen, ob wir noch Flüssigkeit brauchen. Mhm. Am Schluss geben wir ein bisschen Schlagobers noch dazu. Mhm. Natürlich auch den frisch geriebenen Grän. Der kommt ganz am Schluss hinein. Genau. Das war das Stichwort. Soll ich schon anfangen mit dem Grän? Nein, warte mal ein bisschen. Du kannst den Safran reingeben. Ja. Safran ist ja auch das teuerste Gewürz der Welt. Mhm. Hat für mich so eine süße, ein bisschen Mandeltöne. Mhm. Wie viel? Das sind jetzt ein paar Fäden. Ja. Wir sind halt großzügig, wir gönnen uns was. Gönnen wir es uns. Ein bisschen noch dazu sogar. Aha. Ja. Wenn man nichts Gutes rein tut, kriegt man nichts Gutes raus. Sehr schön. Und das sofort ist die Farbe da, gell? Ja, ja. Die Farbe ist sofort da. Mhm. Und auch für zu Hause, liebe Zuseher, immer Safranfäden kaufen, nicht gemahlen, weil gerade bei den gemahlenen Produkten, da gerade speziell beim Safran, wird ein bisschen Schundluder drin. Also bei den Fäden sieht man dann wirklich die tolle, großartige Qualität. Und schmeckt um einiges besser. Darf ich fragen, warum du das in Wasser eingelegt hast? Dass sich vorher schon der Farbstoff ein bisschen löst. Mhm. Und wir nehmen auch die Flüssigkeit gleich dazu. Mhm. So, genau. Du da hinten das köchelt, brav vor genau. sich hin. Genau, du kannst mal das schon mixen. Mhm. Und ein bisschen zurückschalten, dann mixen wir das durch. Ja, Achtung, wird laut. Ein bisschen zurückschalten. Machen Sie mit auf extra.orf.at und gewinnen Sie je ein Ölset bestehend aus Primabene Hanföl, Leindotteröl und Senföl. Zur Verfügung gestellt von Primabene. Der Gewinner wird schriftlich verständigt. Brauchen wir den Stabmixer noch mehr? Nein, den Stabmixer brauchen wir nicht mehr. Gut. Weg damit. Sehr gut. So, das ist alles ganz gut am Laufen, würde ich sagen. Das läuft heute sehr gut, ja. Zwiebel braucht man, eine halbe Zwiebel für unsere Semmelknödel. Kriegst du. Wie gesagt, bei uns heute Tag der Semmel. Nicht nur Semmelgrän mit Safran, sondern Semmelknödel. Die perfekte Beilage zu so einem rahmigen Herz. So, da hätte ich jetzt die halbe Zwiebel im Angebot. Mhm. Darf ich dir die Butter in Zwiebel, die Zwiebel in Butter anschwitzen? Ja, genau, für die Semmelknödel. Mhm. Da haben wir jetzt Knödelbrot, oder es würde auch die gleiche Variante gehen, die wir am Anfang geschnitten haben schon, beim Semmelgrän. Okay. Bei Knödelbrot einfach, das muss man ein bisschen länger stehen lassen. Schau, ich gebe dir einen Zwiebel rüber. Ah, super. Schau. Wie lang zieht das an am besten? Nur rein, dass die Schärfe vom Zwiebel ein bisschen verschwindet, gell? Mhm. Dann Petersilie kannst du mir noch hacken, bitte. Mhm. Okay. So, Muskatnuss brauchen wir dafür, dann eine Milch. Ich hole mir da noch ein frisches Brettel. Ja. Schau, die Zwiebel wird gleich. Ups. Da geben wir gleich ein bisschen frische Muskatnuss noch rein. So. So, den Topf geben wir auf Zeiten. Heute haben wir so viel vor, dass der Herd fast zu klein ist. Ja, ich merke es. Da, die Fläche wird uns auch zählen. Du musst die Küche ausbauen, liebe Silvia. Die Petersilie hebe ich aber noch auf. Ist frische oder kommt die mit in die Pfanne? Du, die kannst du eigentlich dann in die Pfanne mit hineingeben. Mhm. Nur ganz wenig Glas. Ich komme auch zu dir. Okay. Ja, genau, Petersilie. Man könnte auch ein bisschen Liebstöckel reingeben. Mhm. Gibt dann noch mehr Geschmack. So. Milch, dass die auch lauwarm ist, dann zieht das besser in die getrockneten Semmelwürfel ein. Und die Eier gleich dazu, die drei. Alle, die also als Ganzes rein, ja? Ja, gleich als Ganzes. Mhm.
habe ich was falsch gemacht? Nein. Nein, meine Herzdame, bitte die Eier und die Milchmasse da dazu. Okay. Du Herzbuhr, du. Dass wir die perfekte Beilage für unser Rahmherz haben. So, dabei ich da ummischen tue, durchrühren tue, kannst du schon das geschnittene Herz dazugeben zur cremigen Masse, also zu unserer Rahmsauce. Genau. Da dazu? Ja, und man sieht da auch wirklich schön diese Sämigkeit, diese Cremigkeit. Da muss man das geduldig halt ein bisschen einkochen lassen, dann wird es auch intensiver noch. Und dann geben wir gleich einen Teil von der Zitrone dazu, die du schon gerieben und auspresst hast. Ja. Und da werden wir uns langsam herantasten. Also nicht alles auf einmal reingeben, dass nicht zu sauer oder nicht zu intensiv nach Zitrone wird. Dann ein bisschen salzen, ein bisschen Pfeffer noch bitte, dass du alles ein bisschen abschmeckst. So, das tun wir mal da gut rein. So, und jetzt bei den Semmelknödeln ist es ein... Dadurch, dass getrocknete Würfel sind, dauert es einfach 10 Minuten, Viertelstunde oder halbe Stunde vielleicht sogar, dass das schön durchzieht, dass die wieder ein bisschen weicher werden. Das lassen wir stehen. Und wir haben da schon einen Topf aufgestellt. Da werden einfach sorgsam Knödel geformt. Vielleicht ein bisschen Mehl dazu, da muss man sich auch ein bisschen herantasten. Kommt drauf an. Und da haben wir die Semmelknödel in Salzwasser gekocht. Kleinere Knödel, dauern eine Viertelstunde. Super. Und das passt gut. Ja, und dann werden wir jetzt schon fast im Finish. Wir müssen nur mit dem Fisch braten. Den haben wir noch vor uns. Den haben wir noch das vor ist uns. Aber wirklich ein sehr schönes Zanderstück, was du da mitgebracht hast. Ich gebe dann freilich. Und vielleicht auch die Pfanne gleich aufstellen. Sei so lieb. Mit Butter. Wir gehen zuerst ein bisschen Pflanzenöl rein, ganz ein einfaches. Ja. Und die Butter gehen wir erst dann im nächsten Stadion rein. Frische beim Fisch, der Geruch im ersten Moment einmal, wenn er im Ganzen ist, natürlich auch an den Augen, an den Kiemen sieht man es. Aber für mich Barometer ist immer der Geruch. Schneiden wir da schöne Steaks raus. Zander ist ein Raubfisch auch. Also ein sehr fettarmer Fisch. Gräten hat er auch nicht so viel. Und das ist wirklich, man sieht diese schöne Fleischmarmorierung, Faserung. Schneiden wir uns zwei schöne Stückchen runter. Pflanzenöl ist gut heiß jetzt. Perfekt. Pfeffer bitte. Jawohl. Zitrone, Salz. Genau, beidseitig. Ja. Und dann, genau, super. Und dann auf der Hautseite, ohne Fett, wir nehmen da beschichtete Pfanne. Genau. Gut. Zeichen der Frische, dass er sich sofort zusammenzieht, gell? Genau, das ist eigentlich jetzt wirklich ein Zeichen von Frische. Gut. Du hast da auch noch so Thymianzweige liegen, gell? Das genau, die legen wir jetzt ein bisschen auf den Fisch drauf. Und dann erst, wenn wir umdrehen, mit der frischen Butter werden wir es dann übergießen. Ja, und dann werden wir jetzt schon einmal einen Platz machen, gell? Dass wir mal was zum Essen kommen heute, dass wir Essen kriegen. Ich freue mich riesig. Wir haben übrigens alle Rezepte für Sie zusammengefasst auf unseren Homepages, dann zusätzlich im Teletext auf der Seite 356. Und in der Nachlese. So ist es. Mit Foto und allem. Lebenslauf vom Richard ist auch dabei. Alles. Soll ich das Böse machen? Genau, die drei steirischen Kars, Gren, Kürbis und Käferbohne. Und der Gren gehört dazu einfach. Den reiben wir da jetzt noch rein. Immer am Schluss dazugeben, wenn Gren aufkocht, wird er bitter. Und jetzt der Semmelgren hat jetzt so richtig lauwarmen Zustand, mit der feinen Seite bitte. Genau. Und ein bisschen Schlagobers für die Cremigkeit geben wir noch dazu. Zack, und der Gren. Warte mal, vielleicht finde ich da was Geschickteres. Das da. Schön langsam auf der Hautseite braten. Und wenn man jetzt in die Pfanne genau reinschaut, sieht man schon, wie es von unten auf die zum Durchziehen beginnt. Und erst im letzten Drittel Butter dazu umdrehen und dann ausschalten und mit der Restwärme durchziehen lassen. So. Du bist den Tränen nahe. Ich bin den Tränen nahe. Du hast mir das Herz gebrochen in der heutigen Sendung. Oh. Herzensbrecher bin ich wirklich, Carla. Naja. Kulinarischer Herzensbrecher. Du, schau her. Das ist einmal, das passt jetzt gut, die Teller. Vielleicht holst du mir die schon noch vor. Und ich habe hinten ein geschlagenes Schlagobers noch stehen. Das brauchen wir für unser Herz. Im letzten Moment geben wir immer ein bisschen so aufgeschlagene Schlagobers dazu. Für die Cremigkeit, fürs Volumen, für die Leichtigkeit.
zumindest einmal vom Gaumen her, dass es leicht wirkt. Ein Stück Butter jetzt beim Fisch rein. Es geht in das letzte Drittel. Wir nehmen die Pfanne schon vom Herd runter und drehen sie jetzt wirklich um. So, schön braun gefärbt, knusprig. Da muss man einfach geduldig sein. Das dauert 4-5 Minuten, gerade bei so großen Stücken. Und jetzt, die Butter wird braun. Und jetzt fange ich zum Übergießen an. Schau, wie das schäumt. Und das ist halt auch, da muss man ein bisschen mehr Butter nehmen. Nur dann kriegt man diesen Effekt zusammen. Schau, wie das schäumt. Das, die Butter besteht aus 80% Fett und 20% Molke. Und jetzt entsteht eine Nussbutter. Und das gibt dieses nussige Aroma. Der Thymian entfaltet seinen Geschmack. Und wir richten an. Da ist schon alles vorbereitet, die Knödel nehmen wir ja aus dem Wasser. Ja, genau. Oberst dazu. So. Ein bisschen Schnittlauch und feinschnittene noch. Schöpfer, Silvia. Kommt. Kommt. Okay, haben wir da oben. Super. Danke. Wie viel Schlagobers hast du da reingegeben? Ist das ein Becherl oder ein halbes? Ein halbes. Mhm. Also gute 100 Milliliter kann man rechnen für 4 Portionen aufzuschlagen. Schau dir die Konsistenz an, die Cremigkeit. Wir haben den Richard übrigens noch 2 Tage lang bei uns zu Gast, jeden Tag mit 2 Rezepten. Und am Freitag geht es dann raus in die Region. Diesmal sind wir unterwegs in der Thermenregion Leupersdorf für Sie. Genau, Semmelknödel, ein bisschen Schnittlauch oben auf. Jawohl. Und einen Kerbel, das machst du mal da. Mhm. Und der zweite Teller für unseren Fisch. Da haben wir jetzt diesen cremigen Safran-Semmelgren. Kerbel gehackt oder dekoriert? Ruhig dekoriert, schon drauf, grob draufzupfen. Mhm. Den herrlich duftenden, knusprigen Zander. Schau. Auch. Man könnte jetzt ein bisschen eine weiße Fischsoße, also so eine cremige Rahmsoße noch dazugeben, aber wir nehmen nur die Butter. Ein bisschen Antigel, genau. Ah, danke. Und für das letzte Finish ein bisschen Zitrone aufs Herz. Mhm. Ja, nur gerade so das letzte Parfümieren, wenn man dann den Teller zu Tisch bekommt, hat man schon das Duftige von der Zitrone. Mhm. Und die Gartengresse, genau. Die kann man jetzt draufgeben, entweder beim Rahmherz. Wir nehmen uns jetzt beim Fisch her. Hörst du, wie mein Magen schon knurrt? Ja. Du hast wirklich Hunger? Ich habe wirklich Hunger. So, und ein bisschen an, schau. Ich finde so die groben Feen innen. Ah. Trick aus der Haubenküche. Ulala. Scharfes kleines Gemüsemesser. Und dann kann man solche kleinen Feen runterziehen. Richard, magst du nur mal sagen? Ja, zack, der Semmel. Semmelknödel und dann Safran-Semmelgren. Zum Semmelknödel gibt es unser cremiges Zitronenrahmherz und zum Semmel-Safran-Gren gibt es den knusprig gebratenen Zander. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns Ihre Fotos, Ihre Interpretationen von den Gerichten schicken in den sozialen Medien. Wir verkosten das jetzt und das letzte Wort hat wie immer der Chef. Ja, viel Spaß beim Nachkochen, Ihr Herzensbrecher, Richard Rauch. Komm her, du Herzensbrecher.